Hallo, ihr süßen Puppis. Willkommen zur Nuttennachlese, ihr süßen Mäuse. Beide Teams haben sich heute getrennt. Die einen sind nach Lanzarote, die anderen nach Fuerteventura mit Thomas Hayo und mit Michael Michalski. Fuerteventura, und da ist die Cindy aus Dresden. Und da ist der Michael Michalski gleich mit der Cindy erstmal ans Meer, weil die Cindy hat zum allerersten Mal in ihrem Leben hat sie Meer gesehen. Sie kennt auch gar kein echtes Wasser, weil in Dresden gibt es kein Wasser. Und die war total getoucht. Die hat erstmal geheult, weil die zum ersten Mal in ihrem Leben Wasser gesehen hat. Und dann haben sie ein Shooting gemacht, ja, auf Lanzarote, ein sexy Jump-Shooting. Mussten sie von so einer Düne runterspringen mit so Tüchern, ja, und mussten mal wieder sexy sein. Dann sind wir umgeswitcht auf Lanzarote. Da kam dann Toni Garn. Toni Garn ist ein Model auch von Victoria's Secret irgendwie so, ja. Die kam mit dazu. Ich hasse die. Ich hasse die, weil die ist so mega scheiße. Und da haben sie einen Fotoshoot auch gemacht, ja, mit Thomas Hayo dann zusammen, der hat auch geshootet. Und da haben die Models, mussten dann in Gruppen eingeteilt werden, und da mussten sie drei Gefühle visualisieren. Und zwar sexy, wütend und happy. Wow. Zurück auf Fuerteventura, wir sind beim Dünenjumping-Shooting. Cindy hat das total super gemacht. Ja, Heidi war auch total begeistert, dass halt die Cindy aus Dresden, die hat voll die schönen Beine gehabt und so, und die hat auch echt schöne Füße gemacht und so. Gerade auch der Gesichtsausdruck, und da hat die so einen Spagat gemacht auf dem Foto, und Heidi war total geflasht. Und Cindy war dann die Tagesbeste des Shootings. Applaus. Dann sind wir wieder auf Lanzarote. Da waren sie in Gruppen eingeteilt für sexy, happy, wütend, ja. Und da ist eine mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber die ist wie Sarah Kulka. Also so eine richtige Prollschlampe ist die, ja. Und die Gruppe von der war halt auch dann die Gruppenbeste, weil die konnten das gerade mit dem Wüten total gut. Die haben dann so gemacht, so. Und es war total wütend. Es war so total emotional und so echt und so. Und die Toni Garn dachte so, boah, die sind alle schon so professionell. Was kann ich denn denen noch beibringen? Und dann stand das große Shooting auf Lanzarote an einem Bikini-Shoot. What a surprise. Und natürlich, wie in jeder Staffel, ist dann irgendwie so eine Nutte mit dabei. Die hat halt zu Hause einen Freund sitzen. Und was denkt denn dann der Freund, wenn die halt dann da so Nutten-Bikini-Shootings macht? Da kann der Freund, der kommt damit gar nicht klar. Und da war die total traurig, die Nutte, hat mit dem telefoniert und wusste jetzt gar nicht, soll sie es machen oder soll sie es nicht machen, hat dann so einen Emotional Talk mit Thomas Hayo zusammen gehabt, und der hat sie natürlich mit halb irrigiertem Penis davon überzeugt, dass sie dann doch das Shooting machen soll. Und dachte sie, Mann, ich bin auch gerade schwanger von dem und so, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt abtreiben oder soll ich das Shooting machen? Und am nächsten Morgen, ja, kam dann Thomas Hayo mal wieder komplett ungeduscht, ungewaschen und unausgeschlafen in das Zimmer der Models. Die wohnen alle in so Arbeitslager-Hochbetten-Appartements. Und da hat der Thomas Hayo hat dann den Geheimtipp von einem so einem hässlichen Nuttenmodel entdeckt. Und zwar reibt die sich jeden Morgen ihren Bauch mit rohen Eiern ein. Wir sind ja auf Lanzarote bei dem Strandshooting, und auf Lanzarote gibt es ja keinen richtigen Sandstrand. Da gibt es ja nur so Vulkanerde und so. Und da war dann die eine, so eine dunkelhäutige mit so Locken, und dann war die halt dann da auf diesem völlig verklippten Strand mit so Steinen, und die hat es total sexy und total gut gemacht, weil sexy war wieder die oberste Direktive bei diesem Shooting, und die hat es richtig gut gemacht. Hatte dann überall natürlich halt so diese Kacke, diese Strandkacke zu kleben. Ja, aber hat sie super gemacht. Waren alle mega begeistert. Auch der Fotograf, der sowieso jedes Model durchbumst, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Alle waren sie super begeistert. Und dann war Werbung. Und dann hat Toni Garn hat dann Lauftraining gegeben. Und ich sage ja immer Folgendes. Laufen ist ja wahnsinnig schwierig. Also normale Menschen lernen das zwischen 1 und 3 Jahren, lernen die laufen. Bei den Models ist es anders. Sie lernen das immer erst bei Germany's Next Topmodel. Und das geht dann immer so.
links, rechts, links, rechts, links, rechts, Pose. Und dann wieder links, rechts, links, rechts. Ist wahnsinnig schwierig. Und das muss man ja erst mal schaffen. Gerade in der heutigen Zeit. So, dann ist da einer, ist dann da beim Lauftraining der Schlüpfer unten rum aufgegangen. Die hat anscheinend so einen Badeanzug oder so ein Bikini angehabt, wo unten unter der Muschi das zusammengeknotet war. Und dann hingen so zwei Strüppen runter. Ich dachte erst, der Tampon ist rausgerutscht. Nein, es war irgendwie dann der Bikini. War total witzig. ProSieben hat dafür extra nochmal 300 Euro extra an Heidi Klum bezahlt. Und dann hat Toni Garnert dann erzählt, ja, und ich musste früher auch immer total lachen und so, wenn ich laufen musste. Und aber mit dem Lachen, das hat halt dann auch aufgehört, als ich angefangen habe, Kokain zu nehmen. Seitdem lache ich nicht mehr. Dann gab es eine Lauf-Challenge im Pool. Toni Garnert und Micha Michalski saßen dann am Pool und da mussten alle Models in so roten Bikinis durch so einen Pool durchlaufen. War wahnsinnig schwierig. Einer hat ihren Schuh verloren. Links, rechts, links, links, rechts, Schritt, Schritt, Schritt. So, Lanzarote, da war dann diese Bauchfrau, wir sind immer noch bei diesem Naturkaviar-Shooting am Lanzarote-Strand und die Saskia ist die mit dem Bauch, die hat irgendwie eine Problemzone am Bauch und reibt sich, deshalb hat sie dann Heidi verraten, ihren Bauch immer mit Eiweiß ein. Das machen Nutten gerne nach freier Kundschaft, ja. So, und dann war natürlich die ihren Freund zu Hause hat. Also es wurde jetzt dann gesagt, der wohnt auf Malta. Heidi hat natürlich keine Ahnung, wo Malta ist. Aber hat dann gesagt, oh Mann, tut mir voll leid und so, der wohnt auf Malta. Und ja, findet er es denn jetzt oft okay und so. Und da hat sie gesagt, ja, ich mach das jetzt einfach mal, weil das ist mir auch total wichtig, das Shooting und so. Und da hat sie alles gegeben. Sie war sexy. So, und dann noch eine Sache ist mir aufgefallen. Früher gab es die Modelvilla, die gibt's ja jetzt nicht, weil sie halt irgendwie jetzt irgendwie den Models irgendwie erstmal so das harte Modelleben irgendwie simulieren wollen. Und da sagen sie jetzt nicht mehr Modelvilla, sondern sie sagen jetzt Modelunterkunft. Wichtig. Jetzt kommt schon die Entscheidung. Wir sind jetzt auf Lanzarote. Da treten die Teams gegeneinander an. Der Catwalk ist geteilt in Schwarz und Weiß. Ich glaube, Weiß ist Michalski und Schwarz ist Thomas Hayo. Aber so genau bin ich mir jetzt da nicht sicher. Aber ich denke, es ist so. Michalski hat dann währenddessen noch gesagt, er roch dann so an sich selbst und meinte so, oh Gott, ich glaube, ich stinke gerade total. Ist euch das aufgefallen? Und Heidi kennt das. Ich meine, die arbeitet seit Jahren mit Thomas Hayo zusammen und die weiß, wie Körper stinken können. Von daher ist es Heidi natürlich nicht aufgefallen. Da sind immer zwei gegeneinander angetreten. Fred, ja, dieser Clown, ist eine Wacklerette. Dann waren da zwei Dunkle, also sowieso, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Da waren zwei Dunkle, die waren beide mega beschissen. Und die eine hat aber immer total gelacht und die Heidi war da total sauer, weil die gesagt hat so, warum lachst denn du da jetzt und so, weil das ist doch irgendwie voll wichtig und nimm das doch mal ernst und so. Und dann waren ganz viele Unwichtige, die sind weiter durchgewalkt, links, rechts, Schritt, 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 Pose, links, rechts, alle weiter. Und dann war da zwei waren, die hießen beide Laura. Eine hieß, glaube ich, Laura Shakira und die andere heißt Laura Shania. Und die eine hat so Dreadlocks und da hat Heidi gesagt, hey Laura Shania, sag mal, mit deinen Dreadlocks, da müssen wir nochmal gucken, weil willst du die jetzt eigentlich auch noch abschneiden, weil du musst halt für uns deine ganze Persönlichkeit abgeben und würdest du das machen? Und da hat dann Laura Shania gesagt, nein, das mache ich nicht. Da war die Heidi sehr, sehr sauer und ich weiß jetzt gar nicht, ob die raus ist. So, ihr süßen Mäuse, Nuttengucken ist vorbei. Ich wurde gezwungen, einen Bikini anzuziehen oder einen Badeanzug von Sally Morell. Es ist ein 15-Jahre-Ding, passt heute zu meinen tantigen Haaren auch. Die sind übrigens neu. Die sind neu. Ist eine tolle Lace-Front, finde ich. Warte mal, sieht das noch gut aus? Ja, kann man tragen. So, wir gehen jetzt zur finalen Nachlese. Ich habe natürlich wieder meine besten Stuten im Stall hier bei mir. Gitti Reinhardt reinstecken und Destiny Drescher. Hi. So, Werbepause, dann waren wir auf Lanzarote, die große Entscheidung. So, Laura 1,
ist weiter, ohne Dreads, steht hier in meiner Notierung. Genau, ja. Ja, und dann Auswertung der Stuhlbeine. Das Lustige ist, das ist halt mal die Autokorrektur. Ich weiß gar nicht genau, was Stuhlbeinen jetzt sein soll. Aber der Stuhlproben. Stuhlproben, die genau. Die mussten alle Stuhlproben abgeben, damit sie weiterkommen. So, ja, und wer halt dünnflüssigen Stuhl hat, der kommt halt nicht weiter. Fred ist raus. Der Clown ist raus. Schade. Zurück in Zirkus Roncalli. Sehr, sehr schade. Zurück in Zirkus Roncalli. Und dann waren zum Schluss 3 Pferdeschwanztransen. Alle sahen aus wie Kim Kardashian. Ja. Und die waren alle vom Team Thomas. Und davon ist eine ist raus, und zwar die Penelope. Laura Penelope. Das Laura Penelope. Ja, die ist raus. Weil die wollte ihre Haare nicht abschneiden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Die wollte sie nicht kennen. Und dann Saskia mit den großen Ohrringen. Die ist auch raus. Habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Und das war's dann auch. Aber ich fand es heute viel, viel unterhaltsamer als letzte Woche, muss ich sagen. Sehr kurzweilig heute, ne? Aber nur, weil die auf die Fresse geflogen. Ja, aber vielleicht war ich heute auch weniger betrunken. Vielleicht lag es auch daran. Oder weiß man nicht. Du bist auch nicht eingeschlafen auf der Couch. Ich bin heute nicht eingeschlafen. Wir süßen Mäuse, wir sehen uns nächsten Donnerstag bereits wieder zur nächsten Nuttennachlese. Bis dann, ihr Süßen. Wow. Bye. Bye. Sharing is caring.